Dienstag früh. Toni Lamprecht packt auch heute sein Auto voll. Dorfläden und Supermärkte warten auf seine Produkte. Regional produzierte Speiseöle. Öle machen wir ungefähr seit 10 Jahren und so viel wie jetzt war noch überhaupt nie los. Allen, vor allem bei Rapsen, beim Sonnenblumenöl. Im ersten Moment haben wir es schon übers Internet gespürt, über einen Online-Job, dass da einfach, da war es 10, 20-fache, was normal bestellt worden ist. Und jetzt ist auch beim Einzelhandel angekommen, also dann in Edeka, Dorfläden, Hofläden. Weit muss er heute nicht fahren. Die Öle gehen in seine Heimat Schneidsee und in die Nachbargemeinde Obing, beides im Landkreis Traunstein. Der Dorfladen Waldhausen ist erst vor 1,5 Jahren eröffnet worden, mitten in der Pandemie. Gartinger, grüß dich. Bist du schon da heute? Ja, genau. Super, ja. Margit Fortenbacher ist seit dem ersten Tag dabei. Im genossenschaftlichen Dorfladen gibt's neben regionalen Ölen eigentlich auch industrielle Handelsöle. Das Regionale, das haut super hin. Was bei uns Probleme gibt, ist halt das Gut und Günstig, Tomi, diese günstig Sachen. Und es gibt da mitunter Diskussionen, was die Menge betrifft. Es gibt Engpässe. Ein Haushalt mit 2 Personen braucht nicht 4 Flaschen. Unter 1 Euro für den Liter war einmal. Die Preise haben sich teils schon verdreifacht. Die Differenz zum regionalen Öl wird immer kleiner. Es sind die Kunden dabei, die dann sagen, ach, ist mir egal, ich mehr Sonnenblumenöl. Dann kostet es das, weil es regional ist. Und es gibt halt die, wo nur einfach auf das abzielen. Es ist zwar die größere Population, aber das, wie gesagt, die, wo das immer kaufen, kaufen das immer. Und manche ist es egal, sie sagen, Hauptsache ich hab mehr Sonnenblumenöl, dann nehmen sie auch gern das mit. Das muss man dann auch noch sagen, wenn jeder, das Waldhauser meinetwegen oder Schnorzinger, ganz egal, das anstatt dem günstigen, das von uns nehmen wir, da muss man sagen, das können wir mir nicht annähernd herstellen. Gell, das nicht schaffen dann also wahrscheinlich, ja. Sein Betrieb kann die Lieferengpässe der Industrie nicht ersetzen. Bislang pressten seine beiden Ölmühlen gut 270 Liter am Tag, 100.000 Liter jährlich. Am 2. Märzwochenende aber sind die Bestellungen explodiert, vor allem über das Internet. Die Umsätze im eigenen Webshop hatten sich kurzzeitig verfünffacht. Noch extremer war es bei einem Händler im Netz. Ein Händler, der über Amazon unsere Produkte anbietet, da haben wir normalerweise irgendwie so 10, 15 Pakete pro Wochenende. Und am Montag in der Früh hat uns dann schon angerufen und vorgewarnt, er schickt jetzt eine Liste mit 350 Bestellungen. Was macht das mit euch in dem Moment? Ja, am Anfang ist man ja nur geplättet. Da ist man dann irgendwie so am Hin- und Herschwanken zwischen dem, dass er auf der einen Seite sehr gut, dass wir viele Bestellungen gekriegt haben und dass man quasi ankommt. Und erst dann ist dann nachher noch gekommen, Mensch, da haben wir jetzt ein paar schwere Wochen vor uns. Und irgendwo sogar mit der Hoffnung, dass er das wieder beruhigt. Dass man wieder eine Nacht normal schlafen kann, dass man wieder einen einigermaßen normalen Alltag hat. Mit Überstunden haben sie alles abgearbeitet. Die Ölmühlen laufen jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der Ausstoß fast verdreifacht. Servus. Der Nahkauf in Obing. Eigentlich kein Großkunde, aber Martina Haller bestellt seit März fast doppelt so viel wie vorher. Servus. Du, ich hab wieder Öl dabei. Super. Aber ich glaube, das ist für das Lager draußen. Das dürfen wir ins Lager ausziehen, dann haben wir noch ein bisschen was. Ja. Das ist jetzt unsere Ersatzlieferung, dass uns ja nicht ausgeht. Ihr könnt euch gerne das Regal hinten anschauen, wo das andere Öl drin steht. Das schaut reichlich leer aus. Die günstige Handelsmarke bekommt sie nicht mehr. Und weiß nicht warum. Mei. Wir haben uns auch schon sagen dürfen, wir sind zu dumm zum Stehen. Also, wir kriegen von der Rewe auch keine Infos nicht großartig. Das heißt dann gerade auf dem Lieferschein nicht lieferbar. Das war's. Und die Preisänderungen kommen halt dann per Fax. Weil die Preiserhöhungen hat es bei uns schon auch gegeben. Also wir sind nach wie vor jetzt nur noch ein bisschen teiliger. Minimal. Also du hast gesagt, das ist das andere Industrie. Genau. Wie lange der Vorrat wohl reicht? In Schneidsee bei seinem größten regionalen Kunden, der Edeka von Georg Scherer. Anstatt der günstigen 1 Liter Handelsmarke gibt's hier nur noch Großgebinde für Backstuben. Bei der Edeka Generalversammlung bei uns, und das ist das Thema natürlich auch ganz groß.
Und statistisch gesehen müsste ja jeder Bundesbürger, glaube ich, 8 oder 10 Flaschen Sonnenblumenöl momentan irgendwo im Lager oder im Keller haben. Also sie in Massen haben in kürzester Zeit gekauft worden. Gestern hat die Frau, die Innenministerin, die Faeser wieder gesagt, was die Leute sie zurückhalten sollen für Krisenzeiten. Dann reagieren halt da Leute drauf und sagen, ja gut, dann bevor ich wieder nichts kriege, nehme ich mir auch gleich 2, 3 Packungen oder Flaschen mit. Und so ist das so eine Spirale, wo dann irgendwann immer Lücken sind. Die Menschen kaufen einfach viel mehr, wie damals beim Klopapier. Tatsächlich sind auch viele Glieder der Lieferkette derzeit schwach. Das hängt ja nicht nur an der Ukraine, es hängt ja an Europaletten, es hängt an der Logistik, es hängt an die Fahrer, die Lkw-Fahrer. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die jetzt gar nicht unbedingt nur was mit dem Anbau zu tun hat. Wegen der hohen Nachfrage hat Toni Lamprecht gerade 50 Tonnen Raps zugekauft. Nach langer Suche und für mehr als das Doppelte des letztjährigen Preises. Ein Risiko, denn den hohen Einkaufspreis muss er natürlich an die Kunden weitergeben. Man möchte davon leben, was man macht, aber mir geht es da nicht vorrangig um den Verdienst, sondern mir geht es vorrangig darum, die Leute etwas Gutes zum Essen zu geben. Mein Wunsch wäre ja, dass in jeder Region eine eigene Ölmühle oder eine eigene Lebensmittelverarbeitung irgendwo da ist, sodass ja jeder Mensch wieder ein bisschen wahrnehmen kann und sieht, was alles dahinter steckt, damit es uns alle gut geht. Dazu gehört auch, dass er auf einigen Hektar selbst Bio-Raps anbaut. Biologisch wirtschaftet Toni Lamprecht erst seit 3 Jahren. Ihm fehlt noch etwas Erfahrung, deshalb bekommt er das Unkraut noch nicht richtig weg. Letzte Woche hätte ich noch gesagt, überleg, ob ich das ganze Feld nicht umbrich. Jetzt quasi wird doch wieder ein bisschen besser. Ich schätze mal, irgendwas zwischen 1 und 2 Tonnen wird man da wieder hinfahren, hinkommen. Ungefähr 5% vielleicht der Samen kommen von meinen Flächen, alles andere wird zukauft. Ob es das dann 1 Tonne mehr oder weniger oder 3 Tonnen mehr oder weniger hat, das spielt eine untergeordnete Rolle. Den Preis seiner Öle diktiert also letztlich der Weltmarkt. Raps beispielsweise ist fast doppelt so teuer wie letztes Jahr. Anzeichen für eine Trendwende sind nicht in Sicht.